Doppeldenk bedeutet, dass Menschen zwei Behauptungen, die sich direkt widersprechen, die also nicht beide wahr sein können, trotzdem gleichzeitig als wahr glauben müssen. Zu finden besonders häufig bei Linken, Sozialisten, Grünen aus dieser Ecke. Ein Beispiel aus dem wahren Leben ist die Geschlechterfrage. Geschlecht ist nur ein soziales Konstrukt. Letztlich kann jeder selbst bestimmen, welches Geschlecht er hat. Ist doch eine schöne Idee. Wenn ein Mann lieber eine Frau sein will, soll er doch. Trotzdem weiß der Staat ganz genau, welche Menschen sicher nicht mit 60 in Pension gehen können und auch welche Menschen zum Wehrdienst müssen und welche dürfen. Da ist das Geschlecht ganz schnell kein soziales Konstrukt mehr. Danke für deine Zeit.